gehe dann jetzt schnell los. Alles klar, bis gleich. Ich bin schon da. Wir müssen uns beeilen. Okay, wie ist dein Plan? Erzähl ich dir gleich. Lass uns erstmal schnell zu Malte rennen. Also, wir verstecken uns hier hinten. Ich lege das Geschenk vor die Tür, klingle und komme dann gleich wieder zu dir. Okay. Ich habe geklingelt. Hoffentlich ist er überhaupt da. In der Schule hat er doch erzählt, dass er Weihnachten zu Hause feiert. Ja, ich weiß. Aber wenn sich nochmal was geändert hat? Es ist so dunkel im Haus. Psst, seine Mutter hat aufgemacht. Malte, komm mal. Da liegt was für dich. Oh, für Malte von Lena. Perfekt, es hat geklappt. Jetzt muss ich aber wieder schnell nach Hause. Ich auch. Danke, dass du mitgekommen bist. Klar, mach ich doch gerne. Dann ein schönes Weihnachtsfest. Ja, dir auch. Tschüss. Hallo Oma, hallo Opa. Hallo. Hallo Lena. Hallo Rufus, freust du dich auch, ja? Jetzt müssen wir schnell Mama und Anna abholen. Hallo Oma, hallo Opa. Hallo. Ich bin gleich soweit. Wir gehen jetzt zum Kindergarten. Da müsst ihr mal schauen, was für ein tolles Adventsfenster wir gebastelt haben. Ah, okay. Das wird bestimmt interessant. Michael, wir gehen los. Okay, ist gut. Bis dann. Tschüss. Michael kocht so lange. Dann können wir gleich essen, wenn wir nach Hause kommen. Das ist ja toll. Oma, darf ich Rufus an die Leine nehmen? Natürlich. Hier, bitte. Oh, das ist ja weihnachtlich hier. Ja, am Abend sieht es mit den vielen Lichtern noch viel schöner aus als am Tag. Hallo, Frau Fischer. Hallo zusammen. Wir haben hier leckeren Punsch und gebrannte Mandeln, wenn jemand etwas möchte. Ah ja, danke. Ja, einen Punsch hätte ich gerne. Ich auch. Also gut, dann holen wir welchen. 2 Kinderpunsch bitte. Jetzt müsst ihr mal da drüben das Adventsfenster anschauen. Das Haus da links habe ich gebastelt. Das ist aber sehr schön geworden. Anna! Hallo, Hilda! Schau mal, ich habe für meinen Hasen eine Mütze gebastelt. Sieht er jetzt nicht weihnachtlich aus? Super, das sieht gut aus. Hallo, Hero. Hallo. Cool, du hast sogar die Weihnachtsmütze auf. Ja, die ist echt gut. Die gibt's sogar warm. Freut mich. Schaut mal noch dort an den Stand. Da werden Sachen verkauft, die wir gebastelt haben. Ah, das müssen wir uns natürlich anschauen. Diese Karten hat unsere Gruppe gemacht. Oh, toll. Die kaufe ich, Anna. Wirklich? Natürlich. Die sind sehr schön geworden. Vielen Dank. Wann kommt denn das Christkind? Es ist doch jetzt schon dunkel. Müssen wir nicht bald wieder nach Hause? Ja, stimmt. Wir sollten langsam los. Ja, das Essen müsste jetzt auch fertig sein. Nicht, dass Michael es lange warm halten muss. Ihr braucht nicht zu klingeln. Ich habe einen Schlüssel dabei. Das Christkind war schon da! Papa! 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 Was ist denn los? Bin ich jetzt etwa eingeschlafen? Hast du gar nichts mitbekommen? Das Christkind war da! Was? Und ich hab's nicht gesehen! Das ist wohl für mich. Sogar Niki und Flecki haben etwas bekommen. Katzenspielzeug. Darf ich gleich auspacken? Ich kann verstehen, dass du gleich auspacken möchtest. Aber es wäre besser, wenn wir jetzt erstmal essen. Sonst wird ja alles kalt. Na gut, aber ich bin eben schon so gespannt. Ich auch. So, dann nehmt mal alle Platz. Hm, der Schinken sieht gut aus. Lecker. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt dürft ihr auspacken. Ja, ja, endlich! Ich packe zuerst das aus. Ist das schwer. Wie cool, ich habe alle Bände von meiner Lieblingsserie. Was ist denn da drin? Es ist so groß. Ich habe einen Puppenwickeltisch. Schau mal, Lena. Wow, cool. Jetzt mache ich das auf. Wie cool, ein Rucksack. Der sieht schön aus. Der steht hier auch sehr gut. Ja. Und ich habe noch ganz viele Sachen für Pippi. Ich muss sie gleich holen. Mama, Papa, das habe ich für euch gebastelt. Danke. Danke, Lena. Das ist ja ein schöner Türkranz. Das ist für euch, Oma und Opa. Danke. Danke, Anna. Das hast du schön gemalt. Und ihr bekommt von mir auch noch einen Türkranz.
Oh, vielen Dank. Danke, Lena. Den hängen wir zu Hause gleich auf. Das ist wirklich gut geworden. Vielen Dank. Schaut, ihr habt Katzenspielzeug bekommen. Ein Schoko-Adventskalender. Lieber Malte, als wir im Drogeriemarkt waren, hast du gesagt, dass du die Adventskalender-Schokolade so magst und dass du immer am liebsten alles auf einmal essen würdest. Das kannst du jetzt machen, weil heute ja schon Weihnachten ist. Lass es dir schmecken. Fröhliche Weihnachten, Lena. Ich liebe diese Schokolade. Wollt ihr noch ein paar Plätzchen essen? Ja. Oh ja, gerne. Ich hab da ja noch ein Geschenk. Aber das packe ich lieber alleine aus. Was da wohl drin ist, ich bin wirklich gespannt. Oh, wie süß! Das sind Taschenwärmer. Die sind total schön. Und da ist noch ein Brief. Hallo Lena. Ich hoffe, dir gefällt mein Geschenk. Ich dachte, damit du in der großen Pause nicht so schnell frierst. Ich finde, sie sehen so aus wie deine Katzen. Frohe Weihnachten und hoffentlich bis bald. Malte. Ob Malte mein Geschenk schon ausgepackt hat? Ich müsste mich eigentlich bedanken. Soll ich anrufen? Ich weiß auch nicht. Ich traue mich nicht. Und am Weihnachtsabend anzurufen ist auch etwas doof. Ich kann ihm ja eine Nachricht schreiben. Hallo Malte, vielen Dank für dein Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut. Grüße, Lena. Er hat schon geantwortet. Danke auch für dein Geschenk. Die Schokolade ist sehr lecker. Ich habe schon fast alles gegessen. Lena, wo bist du denn hin? Es hat angefangen zu schneien. Wirklich? Oh, hast du dein Geheimgeschenk etwa ausgepackt? Ja. Und was war drin und von wem ist es? Schau mal, Niki und Flecki als Taschenwärmer. Hat mir Malte geschenkt. Sind die süß. Hast du sie schon ausprobiert? Nein, gerade ist mir auch schon so ziemlich warm. Schöne Weihnachten.